Hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Tagesimpuls und wir schauen in die aktuellen Energien. Ja, Lieben, erschreckt bitte nicht, wenn ich hier so ein bisschen rot bin. Also ich bin nicht verletzt, ihr Lieben. Ich habe in der Drogerie Lippenstifte ausprobiert und ihr glaubt es nicht, die sind echt von guter, sehr guter Qualität. Ich habe die nicht abgekriegt, ich sag's euch, ne? Aber naja, jetzt habe ich hier die Indianerbemalung, aber wie gesagt, ich bin nicht verletzt. So, ihr Lieben, deine Zeit ist kostbar. Verbringe sie mit Gleichgesinnten, ja. Sagt mir, dass du in der letzten Zeit wahrscheinlich wirklich Menschen um dich hattest, die natürlich nicht so mit dir gleichgeschwungen sind. Also natürlich hattest du auch Menschen, die mit dir natürlich gleichschwingen, aber es waren auch viele, die nicht so, ja, die einfach einen negativen Einfluss auf dich hatten. So möchte ich es mal sagen. So, jetzt haben wir hier, jemand liebt dich unendlich. Na, das ist doch schön, das hören wir doch gerne. Und genieße und entspanne. Ja, genau. So, gucken wir mal weiter. Also ich sag mal, ne, die sagen ja immer, Kuss echter Lippenstift, ne? Und meistens hast du dann Lippenstift, der nicht hält. Aber diesmal habe ich wirklich hier. Der geht nicht ab, ich sag's euch. Den kann ich nur empfehlen, ne? Ich habe mir auch einen davon geholt, weil der wirklich, der ist richtig gut. So, gucken wir mal. Wieder, du bist ein spirituelles Medium, das hatten wir gestern schon. Wo, die Fülle kommt nun in dein Leben. Na super, da freuen wir uns doch. Genau. So, nehmen wir die noch. Halte die Füße still, du darfst jetzt empfangen. Wow, das passt ja auch zur Fülle. Ne? Also hier geht es wirklich darum, dass jetzt die Fülle zu dir kommt. Du brauchst gar nicht so viel zu tun. Also natürlich müssen wir immer ein bisschen was dafür tun, ne? Aber empfangen heißt auch mal die Füße stillhalten. Wow, wahre Liebe siegt immer. Na, das finde ich doch schön. Genau. So, gucken wir hier mal. Was will denn dir dein Herzensmensch sagen? Der, an den du gerade denkst. Du musst hier noch etwas loslassen, Kontrolle aufgeben, fließen lassen. Das möchte er dir sagen, ja. Mach dich nicht verrückt. Das ist nicht so einfach, ne? Ja, und auch er hat Sehnsucht, ne? Er vermisst dich, hat Herzschmerz, wenn da kein Kontakt gerade besteht, ne? Natürlich nur. Genau, hier sind auch ein bisschen innere Kindthemen fällig, ne? Mutterthemen, Vaterthemen, die ihr vielleicht gerade noch bearbeitet. Ja, aber im Sommer geht es hier vorwärts. Genau, das haben wir ja öfters schon gehabt, ne? Ja, hier passiert noch die Transformation, die Wandlung. Hier muss auch noch etwas beendet werden, wie immer, ne? Das haben wir ja öfters schon gehabt. Denn hier muss noch eine Trennung passieren. Ja, es kann wirklich sein, dass ihr beide gebunden seid, aber das habe ich schon so oft gesagt, ne? So, oder einer von euch, ne? Ja, genau, hier muss eine Trennung her. Hier ist jemand narzisstisch, also jemand tut dir hier nicht gut oder ja, schau mal, wie es auf dich passt. Kann sein, dass du hier wirklich einen Stopp reinsetzen musst, ne? Und vielleicht eine Trennung passiert oder er trennt sich oder muss sich trennen. Ja, du bist sehr anziehend und wunderschön und du wirst verehrt und die wahre Liebe siegt immer. Das ist doch schön. Sehen wir diese. Ich habe das Gefühl, dir gegenüber naiv zu sein. Ich bin misstrauisch. Hast du jemand anderen? Zweifel und Misstrauen. Du denkst ähnlich. Liebe auf Distanz. Es könnte sein. Ich sag ja, da ist jemand von euch gebunden, ja, und dadurch kommt immer wieder Zweifel und Misstrauen rein, ja. Ihr traut euch noch nicht so ganz über den Weg, ja. Aber trotzdem habt ihr Hoffnung, unsere Reise führt zum Erfolg, Freude, Wärme, Optimismus. Wir sind aber achtsam, ne? Du entziehst mir durch dein klammerndes Verhalten die Energie. Schau bei dir selbst, Energievampir. Ich bin ein freier Mensch. Behandle mich bitte wie einen guten Freund. Ja, hier ist noch Energievampirismus in eurem Umfeld.
Ja, ihr passt da noch so ziemlich auf. Ja, ihr seid noch nicht so ganz in der Energie, dass ihr euch trauen könnt, aber das kommt. Ja, ist eben viel passiert. Es führt immer wieder zur Trennung, komm in die Liebe. Genau, ihr wart immer wieder zusammen, dann wart ihr wieder auseinander. Aber bitte, bitte, ne? Hier sind alle in einer verschiedenen Reisegruppe. Bitte lasst euch nicht in die Warteschleife setzen. Ja, also macht das nicht. Ja, lebt euer Leben. Ne? Das muss ich immer dazu sagen, weil viele dann denken, ich bin dafür, dass ihr euch in die Warteschleife setzt. Nein, bin ich nicht. Ja, definitiv nicht. Ich habe gedacht, wir hängen ja sowieso aneinander. Deswegen habe ich mich nicht um dich bemüht. Eigensinn, Egoismus, hier klare Grenzen. Also ich kriege hier wieder eine Frau rein, die zwischen zwei Stühlen steht. Und hier ist Narzissmus, Egoismus, Eigensinn. Ja, da gibt es eine Trennung. Und mit dem anderen ist es auch noch nicht ganz so einfach. Also denk auch bitte an dich. Ja, noch ist es ein bisschen kompliziert, aber Richtung Sommer haben wir ja gesehen, wird schon alles viel besser. Ich freue mich natürlich wie immer über ein Gefällt mir, über einen Kommentar oder rechts unten. Wenn ihr hier den Kanal abonniert, klickt einfach aufs Glöckchen auf alle, ja. Dann verpasst ihr auch kein Video natürlich, ne? Und ja, ich freue mich natürlich, wenn ihr mich hier unterstützt auch, ja, weil dann werden die Videos natürlich öfters ausgespielt und viele können dann die auch kostenlos schauen, die Videos, ne? Durch eure Mithilfe. Und dann danke ich euch oder teilt das Video, ja, das hilft mir alles hier. So. Du hast das, was deine Energien blockiert, enttarnt, oh mein Gott, enttarnt und erkannt. Rückläufiger Merkur. Genau. Ja, du jetzt oder in der nächsten Zeit. Ja, viel Grübeleien, Kopfkino, weil da noch die Wandlung ist hier, ne? Du hast keine Geduld mehr. Ja, das ist klar, ne? Richtig so. Lebst du schon oder wartest du noch? Das ist das, was ich meine, ne? Nicht in die Wartebank setzen, hier in der Bushaltestelle, ne? Das ist eigentlich nochmal die Bestätigung, ja. Lebe dein Leben, ja. Ganz, ganz wichtig, ne? Und in der Ruhe liegt die Kraft. Tu dir gut. Das ist immer wichtig. So. Jetzt nehmen wir mal noch andere Karten. Ich soll jetzt diese nehmen, ihr Lieben. Ja, das sind hier die Grübeleien in deinem Kopf, Gedanken, Kopfkino, ja. Ja, aber das Universum sagt, du bist doch schon in der Fülle, ja. Lass, aber, ne, also du bist ja selbst, bist du schon in der Fülle, aber lass dich hier nicht in die Warteschleife setzen, warte nicht, ja. Lebe dein Leben, das ist nochmal die gleiche Aussage. Ja. Du machst dir hier immer noch zu viel Gedanken, Grübeleien, ich sag's ja. Vielleicht auch wegen einer Trennung, das bekomme ich rein, ihr Lieben. Oh ja. Du machst dir ja Sorgen wegen dieser Trennung. Du hast den Mut noch nicht. Du weißt, dass du es tun musst und du hast den Mut nicht. Ihr Lieben, wenn ihr da Hilfe braucht, ja, wenn ihr hier vor der Entscheidung steht, ja, helfe ich euch gerne, gerne. Ja. Ich kenne das. Ja, dann hier unten drunter sind die Aufrufzahlen, rechts daneben ist mehr. Ja, dann schaut einfach hier unten drunter ist meine WhatsApp-Nummer für eine Beratung. Könnt ihr mir kurz schreiben, ja, und ich melde mich dann zurück. Also alles schriftlich, ne? Also über WhatsApp geht ja ganz schnell, ne? Bloß wenn ich in Beratung bin, ist es schwierig, wenn er mich anruft. Also bitte nicht, bitte nur schriftlich, ne? Eine Anfrage wegen einer Beratung und ich melde mich zurück, wenn ich Zeit habe. So. Genau. Also hier hat hier jemand schon das Feuerwerk der Gefühle in sich. Ne? Ein Mann, der dich verehrt. Hier haben wir auch das Herz. Ja, der liebt dich. Und ich glaube, Silvester war es auch richtig, richtig schlimm. Da hat er sich richtig nach dir gesehen. Das könnte sein, dass ihr Silvester nicht zusammen verbracht habt. Ich krieg's hier irgendwie rein. Feuerwerk der Gefühle. Warum auch immer. Ja. Da war es ihm so richtig bewusst, dass er sich in dich verknallt hat. Oder verliebt. Hier stehen Veränderungen an, genau. Ja, also hängt euch nicht an der Haarfarbe auf. Ja, das bist du hier als Zuschauer oder Zuschauerin. Ja, auch hier. Es geht um die Energie der Karte. Ja, hier stehen Veränderungen an. Vielleicht müsst ihr noch reden. Umzüge. Ja, für manche.
sind ja verschiedene Reisegruppen. Hier ist es ja ein allgemeines Orakel. Ne? Wenn ihr da näher schauen wollt, dann natürlich mich kontaktieren, bitte. Ne? Dann ist es wirklich für euch, auf euch zugeschnitten. Hier unten drunter ist auch noch die Karma Revolution natürlich. Ne? Auch verlinkt. Ne? So. Ja. Das war hier ein ganz schönes Chaos. Chaotisch. Ne? Für dich und für ihn auch. Ne? Hier siehst du eine Frau und einen Mann. Sackgasse, Labyrinth. Ja, und jetzt geht es hierher, ne, dass du hier die Fülle, dass du endlich mal empfängst. Ja, das ist hier wie das Sterntalerkind oder wie die Goldmarie, ne? Endlich mal die Arme nach oben halten und empfangen. Die Liebe. Und auch er steht hier vor Entscheidung. Ich sag ja, ne, er steht hier vor Entscheidung, endlich mal aus der Sackgasse rauszukommen. Es ist heute wieder eine sehr zähe Energie. Ich spüre ja immer die Energien in den Kartenlegungen. Heute ist es sehr, sehr zäh. Ne? Also die Energie ist ein bisschen unklar. Ja, also ich kann es nur euch so mitteilen, wie ich es wahrnehme. Ja, er ist auch so ein bisschen verzweifelt und weiß nicht, wie er Kontakt aufnehmen soll. Irgendwie sowas kriege ich hier rein. Also es ist sehr, sehr zäh heute. Irgendwie auch sehr verworrene Energie irgendwie, finde ich. Ja. Das ist nicht immer gleich. Ne? Also heute spüre ich das so. So, jetzt gucken wir mal. Ein Flirt. Ein Flirt. Ihr habt vielleicht gedacht, das ist nur ein Flirt, genau. Sei mutig, souverän und selbstbewusst. Jetzt hier Entscheidungen treffen. Ihr denkt manchmal echt noch, boah, also irgendwie, vielleicht war es ja doch nur ein Flirt, vielleicht ist es nicht mehr. So was kriege ich hier rein. Also völlige Unsicherheit. Ja, Zeit für eine wichtige Entscheidung, ich sag's doch. Das ist ja das hier. Guckt mal hier. Das ist dieses Komische jetzt, was ich spüre hier. Ne? Entscheidung. Er, gehe ich da lang, gehe ich da lang. Also vollkommen irgendwie. Heute ist es wirklich eine ganz komische Energie. Ja. Wir nehmen mal die Chance, ihr Lieben. Also es ist irgendwie zäh heute. Ich kann es nur so sagen. So, jetzt nehmen wir die Chance. Ich hoffe, es wird besser. Hier haben wir sie. Na, hier geht es doch vorwärts. Das sehe ich doch gerne. Hier ist das Pferd. Prima. Ja, aber das wird auch Zeit. Hier, guckt euch das an. Eieiei, also da bin ich ja froh. Das ist mir auch gleich jetzt hier ins Auge gefallen. Hier muss etwas sich verändern. Hier muss etwas in Bewegung kommen. Ja, es ist schon so zäh. Ihr leidet beide drunter. Ja, also hier muss mal endlich Bewegung rein in die Sache. Ja. Genau, Energievampire waren ja lange genug am Werk. Ne? Also hier haben sich viele, viele eingemischt, viele Fremdenergien. Ja. Ihr habt auch manchmal oft auf andere gehört, ja, aber das kriegt ihr jetzt beide mit, dass das nicht in Ordnung kann man nicht so sagen. Also, dass es nicht gut ist. Ne? Es ist ja mal wichtig, wie es dir selbst geht. Ne? Ihr wolltet es immer allen und jeden recht machen, kann man aber nicht. Ne? Und diese Fremdenergien, ja. Die gehen jetzt sowieso aus dem Feld raus. Die tue ich jetzt auch mal aus dem Feld raus hier, ne? Katze. Katze ist dein Krafttier und auch von ihm. Also Katze, Katze, Katze. Zweimal die Katze. Finde ich ja süß. Guckt mal, zwei verschiedene. Seht ihr das? Doppelte Aussage, Katze. Ne? Also Unabhängigkeit, Freiheit. Ja. Pippi Langstrumpf-Energie. Tut dir auch Gutes, ne, auch wenn das jetzt, ne, also ich denke mal, es geht jetzt vorwärts, aber lass dich nicht, warte nicht, ja, vertraue einfach, ne. Du bist hier der Star, das Sternchen, du kriegst immer mehr Selbstbewusstsein und du hoffst hier auf deinen Erfolg und du wirst auch Erfolg haben, das ist ja hier die Bestätigung, ne, den Schlüssel zum Erfolg, je mehr du Selbstwert hast, ne, und hier bist du ja sowieso der Star für jemanden schon, ne? Ihr müsst bloß hier irgendwie zueinander finden. Das ist das Ding, ne? Genau, dass ihr mal endlich hier aus diesem ganzen Kopfkino. Du bist im Kopfkino, guckt euch das an, ne? Wenn du Mann bist, drehst du um, ne? Das ist, schaut bitte, wie es auf euch passt. Und er auch. Ja, ihr haltet euch beide den Kopf. Ja. Aber da geht es ja raus. Geht ja in die Veränderung, ne? So. Mein Gott. Heute wirklich zäh. So, ja, du hast einen heimlichen Verehrer. Wie gesagt, hier ist ein Gespräch fällig. Ja.
Ich sag ja, ihr zweifelt beide. Ihr denkt, vielleicht war es auch ein guter Kumpel oder ein guter Freund oder was weiß ich, oder ihr habt euch nicht richtig ausgesprochen. Das kriege ich hier rein, ja. Ihr habt euch eure Gefühle noch nicht so wirklich gestanden, ja, oder einer von beiden nicht. Hier ist eine Aussprache, hier ist eine Veränderung fällig, ne? Das wisst ihr beide. Mit Souveränität, Mut, ja, da gehört Mut dazu, ne? Dann wirklich aus diesem Heimlichen natürlich dann rauszugehen, ne? Und mal Tacheles zu sprechen, ja. Und darum geht es. Ja, definitiv hast du einen heimlichen Verehrer, was hier mehr werden möchte, natürlich, ne? Lass dir helfen, genau. Also wer eine Beratung braucht, ihr Lieben, ne? Ich habe es euch ja schon erklärt, dann meldet euch gerne bei mir, ne? Weil, ihr Lieben, ich bin ja gut, ich habe ja, das sage ich jetzt gleich mal, ich bin ja gut gebucht momentan, weil ich bin vom 1. bis 8. Mai, nächste Woche habe ich ja Geburtstag am 16., da arbeite ich ja auch nicht. Und dann vom 1. bis 8. Mai bin ich ja auch weg. Da fliege ich weg in Urlaub. Und da bin ich ja auch wieder eine Weile nicht da. Also wenn ihr jetzt noch einen Termin wollt, dann lieber rechtzeitig noch melden, weil es ist echt schon alles ganz schön knapp. Ne? Also, ja. Dann wieder erst nach dem 8. Mai. Aber es könnte auch sein, dass ich dann erst ab dem 13. Mai wieder arbeite. Natürlich werde ich die Videos vordrehen, ihr Lieben. Ich werde euch hier nicht hängen lassen. Ne? Aber ich meine jetzt mit Beratung. Ne? Genau, ich werde dann kürzere Videos vordrehen, natürlich. Ne? Reinige und schütze dich. Genau, ganz, ganz wichtig. Was ist denn in ein paar Tagen? Das interessiert mich jetzt mal. Was ist in ein paar Tagen? Habe Geduld, alles wird wundervoll verlaufen. Tja, was ist denn in ein paar Tagen? Also hier einmal ein paar Tagen und hab Geduld. Ja, es sind verschiedene Reisegruppen, das kriege ich jetzt rein, deswegen, ne? So. Befreie dich aus dieser toxischen Situation. Wichtig, ne? Also hier gibt es noch eine Trennung. Also das ist das, was ich immer wieder reinkriege. Ja. So. Ja, Bereinigung, ne? Karma Revolution ist auch noch hier drin. Also, wie gesagt, ja, wenn ihr da noch mit dabei sein wollt, dann meldet euch gerne. Karma Bereinigung ist ja auch noch bei einigen fällig. Ich sage ja, zur Zeit geht es wirklich rund. Ja, also die Leute brauchen wirklich, die Menschen brauchen sehr viel Hilfe gerade, weil es wirklich bei vielen, vielen, wir haben das Herzensjahr. Ja, es gibt viele Brüche, es gibt viele Trennungen, viele Entscheidungen stehen bevor. Ja, deswegen, ja, sage ich es euch, dann meldet euch gerne bei mir. So, aber dann rechtzeitig bitte, weil dann erstmal nachher, dann also ab Mai, ich sag mal bis Mitte Mai bin ich ja dann im Urlaub. Also bis, ich habe es euch ja gerade erzählt, ab 13. bin ich wieder da, dann spätestens Mai. So, ja. 95% sind unerforscht, vergrößere deinen Radius, damit du gefunden werden kannst von dem, was du suchst. Genau. Ja. Die Ergebnisse deiner Arbeit werden sichtbar, fühlbar. Sei stolz auf dich, feiere dich, feiere das Leben, mache das. Genau. So, jetzt nehmen wir hier nochmal. Scheuklappen. Hier trägt jemand Scheuklappen. Wer trägt denn hier Scheuklappen? Verführung. Ah ja, okay. Du willst dich, ja, da kriege ich rein. Du willst dich von jemandem trennen, der sich hier hat verführen lassen, der vielleicht jemand anderen verführt hat. Also deswegen, du lässt das nicht mehr mit dir machen. Ich krieg hier rein, hier hat dich jemand immer klein gehalten. Also es ist nicht der, mit dem du zusammenkommen möchtest. Hat sich verführen lassen und will jetzt aber nichts mehr davon wissen. Der hat Scheuklappen jetzt, ne? Umso schwerer ist es jetzt für dich. Ich glaube, der will dich jetzt auch zurückhaben. Du stehst zwischen zwei Männern. Sowas kriege ich hier rein, so ein Szenario, ja. Ja, aber du bist in deiner weiblichen Empfänglichkeit. Du machst das nicht mehr mit. Du lässt dich nicht mehr so einfach verführen. Du schaust dir das ganz genau an. Genau, du sagst ein klares Nein, wenn du das nicht möchtest. Ja.
Auch wenn der andere so tut, als ob nichts gewesen ist, das kriege ich nämlich rein. Oh je, jetzt werden einige wütend. Also ein paar, die es hier schauen, die gehen in Resonanz und da kriege ich eine ganz tolle Wut rein. Die sind auch wütend, dass der so tut, als ob er nichts von nichts mehr weiß, ne? Naja. Karma. Der hat gedacht, das Karma schlägt nicht zu, aber das Karma schlägt doch zu für ihn, ne? Weil, ich sag mal, man wird ernten, was man sät. Das ist immer so, ja. Ja, und das wird der Mangel sein für denjenigen, weil du dich trennen wirst, höchstwahrscheinlich, ne? So, also wenn du in der Reisegruppe bist. So, jetzt gucken wir nochmal die Astrowürfel. Was für Energien noch wirken, ihr Lieben. Die Indianerin hier. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Es geht wirklich nicht ab. Und ich habe mich so schön bemalt, ne? Wie Pippi Langstrumpf. So, was haben wir denn hier? Elftes Haus. Ja, das war mal richtig schön. Zwillinge. Was ist das, ihr Lieben? Mein Gott, was ist das? Ich glaube Pluto, wenn mich nicht alles täuscht, ihr Lieben. Ich glaube Pluto, wenn nicht in die Kommentare. ja, ich gehe davon aus, dass es Pluto ist. Elftes Haus steht für Gruppen, für Freundschaften, für Gleichgesinnte. Ne? Also du wirst dich hier mit Menschen verbinden, die mit dir gleich schwingen. Viel Kommunikation findet jetzt statt, ja, auch mit so freien Seelen. Ne? Zwillinge ist ja immer so eine Energie, ne? Kommunikation und naja, Zwillinge machen auch gerne viel, ne? Also unternehmen viel. Und Pluto, hier wird vieles gewandelt. Also du bist noch in der Transformation, ne? Genau, so. Ja, lebe und erwecke die Göttin in dir, ne? Dieses Weibliche natürlich, ne? Die Schönheit, so wie ich, ne? Geh einfach mal in die Drogerie, probier Lippenstifte aus, ne? Schmink dich mal, ne? Schau einfach mal so dieses Weibliche, ne? Die Schönheit, ja? Ja, und auch ein bisschen Ruhe brauchst du, ja? Geh in dich, zieh dich zurück. Brauchst du eine Auszeit, ne? Auch das ist weiblich, ne? So, jetzt nehmen wir aber noch einen Glückskeks für die, die dran geblieben sind, zur Belohnung, ne? Gucken wir mal, was wohl noch kommen hier. Ja, hier haben wir eins. Ja. Selbstliebe wird dich heilen, genau, ne? Also deine weibliche Seite mehr leben. Selbstliebe wird dich heilen, sie wird dich stark machen, die neue Welten, dir neue Welten und Möglichkeiten aufzeigen, in dir und um dich herum. Sie ist der Schlüssel, ne? Sie ist der Schlüssel zu deiner spirituellen, mentalen und emotionalen Gesundheit. Es gibt so viel Selbstliebenswertes an dir. Be in love, be happy. Ja, also sei in der Selbstliebe, tu dir Gutes, ne? Erwecke die Königinkraft und die weibliche Kraft in dir in diesem Sinne. Ich freue mich über ein Gefällt mir, über einen Kommentar oder rechts unten. Wenn ihr den Kanal abonniert, klickt aufs Glöckchen auf alle und ich drücke euch ganz doll. Bis morgen. Tschüss.